Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Imagine Earth. Wir sind dabei, hier unten diese Schlagerstätte freizuräumen oder was da drunter auch ist. Sind in unserer ersten Tutorial-Kampagne hier. Und lass uns mal so ein bisschen an das Spiel heranführen. Wir haben schon unser erstes Stadtzentrum gesetzt. Hier oben Nahrungsmittel produzieren lassen. Eine zweite haben wir hier unten hingesetzt. Dort sind Goldvorkommen, die wollen wir haben. Dazu müssen wir aber die Stadtgrenzen erweitern. Dazu brauchen wir Forschungspunkte. Hier unten ist unser Kraftwerk. Und wir machen mittlerweile auch zu wenig Energie, sehe ich gerade. Deswegen, also das kann ich ja nicht abbauen. Deswegen müssen wir mal ein zweites Kraftwerk bauen. Muss mal schauen. Was haben wir hier? Lagerstätte. Ich setze mal da einfach ein Kohlekraftwerk hin. Ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. 28, 40. Achso, okay, das ist die Produktivität. 24, 28. Ich möchte das eigentlich ungern direkt neben dem Bauernhof setzen. Weil der nach beeinträchtigt wird. Deswegen setze ich den auch, wenn es weniger bringt, hier hin. Einfach um die Produktivität der anderen nicht zu schädigen. Wie ihr seht, wir müssen mal sehen, dass wir die Stadtgrenzen erweitern. Machen hier mal Platz. So, jetzt haben wir wieder Plus-Energie, das ist okay. Nahrungsmittel produzieren wir auf jeden Fall wesentlich mehr als gebraucht. Ebenso wie unsere Verbrauchsgüter. Und so langsam wächst hier alles. So, die sind hier am Kloppen wie blöde. Ja, wie kriege ich Forschungspunkte? Was sind das? Achso, Geld. Wir geben gerade mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das ist ungünstig. Ja. Mal schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Handel oder so kann ich irgendwie noch nicht treiben. Zumindest habe ich das nicht gesehen, gefunden, ist mir nicht gesagt worden. Wir müssen quasi unser Stadtzentrum ausbauen. Das haben wir eine letzte Meldung. Hier, wir brauchen Energie. Ja, ich habe doch schon gebaut. Produzieren doch schon genug. 24. 24, okay. Mal schauen, was wir dann hier unten setzen können. Eventuell nochmal hier so eine Produktionsstätte für Güter. So, die sind auch fast fertig. Hier unten. Bleib hier. Der ist gleich durch. Ja, das dauert doch schon ganz schön lange, bis sie fertig sind. So, was haben wir denn hier? Nüscht. Lagerstätte. Okay. Entschuldigung. Kleinen Frosch im Hals. Da ist Erdgasvorkommen drunter. Das ist sehr schön. Heißt, man könnte da jetzt wieder Energie, aber wir haben nur Kohlekraftwerke. Will ich doch gar nicht bauen. Schwierig. Ja, wie komme ich jetzt an Forschungspunkte? Plus 10 von der Steuer Lebensqualität. Achso, das ist verbesserte Steuern. Je höher die Lebensqualität ist, okay. Heldrungen. Wie bekomme ich Forschungspunkte? Kann ich nicht. Da komme ich nicht dran. Hier könnte ich jetzt noch Nahrungsmittel produzieren. Setzen wir einfach mal dahin. Entweder habe ich das verpasst, wie man Forschungspunkte erreicht, oder es ist nicht gesagt worden, aber ich schätze mal eher, dass ich es verpasst habe. Wim hat's gemacht. Hey, wir brauchen mehr Energie, aber wir haben noch genug. Ich muss mal eben hier zurückscrollen in den Meldungen.
Achso, da sind wir schon drin. Du hast deine erste Forschungslizenz verdient, ja. Ja, wir haben natürlich jetzt den Fehler gemacht. Wir haben nicht auf die Leute gehört. Wir hätten ausbauen müssen. Es ist die Frage, wie kriege ich jetzt weitere Punkte? Wir bauen einfach mal weiter aus. Ja, Kohle bringt mir ja nichts. Ich lasse hier mal einfach noch Güter produzieren. Ja, bau doch einfach. Achso, da muss ich hin. Zack, so. Ah, die Straßen werden gleich mit reingezogen. So. Das sind auch nur... Moment, ich gehe da nochmal raus. Ein bisschen Ressourcen. Hier ist Lagerstätte, da können wir auch gut Energie produzieren. Ich muss aber hier dran kommen, weil ich Gold brauche. Was haben wir hier? Bauen Gold. Ja, ich kann aber leider nicht dran. Die ist doof. So, die Stadt beeinflusst schon mal die Nahrungsmittelproduktion ein wenig schlecht. Ins Negative. Die Produktionsstätte hat keine Auswirkung auf die Stadt. Die beeinflussen sich auch nicht gegenseitig. Das ist gut. Hier ist eine Info. Was ist eine Info? Achtung, die Minaten reduzieren den Ertrag. Ja, das habe ich gesehen. Rufe ein Gebäude, um anzuzeigen, welche Einflüsse sich auf dessen Produktivität auswirken. Ja, das machen wir doch jetzt gerade. Nicht drüber, Hoover. Dann sehe ich nämlich von rechts die beiden Nahrungsmittelstätten beeinflussen sich mit um einen Punkt ins Negative und die Stadt beeinflusst diese obere mit einem Punkt. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn die Karte so klein ist. Ich denke, wie gesagt, wir haben den Fehler gemacht, dass wir nicht direkt erweitert haben. Jetzt kommen wir an diesen dusseligen Punkt nicht dran. Anscheinend. Ich weiß es nicht. So ganz habe ich es nicht verstanden. Wie bekomme ich Forschungspunkte? Na, jetzt sind die alle gelöscht. Nee, Felsengeröll auf den Feldern. Lizenz nicht. Also geforscht ist das, ich brauche nur die Lizenz. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon einen Fehler gemacht haben. Das ist jetzt ein bisschen zwiedig. Auf jeden Fall verliere ich Geld. Reichlich. Das heißt, das wird hier in die Hose gehen. Wir hätten sofort erweitern müssen. Also erst lesen, dann klicken. Ja, dann lassen wir es einfach mal pleite gehen. Mal schauen, was dann passiert. Ist ja das allererste Spiel. Wie gesagt, ich spiele das ja auch mehr oder weniger blind. Und lasse mich da mal so ein bisschen ranführen. Weil sonst ist ja das... Ich bin ja hier kein Pro-Spieler. Nun ja, Fehler macht jeder. Kann nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Wie man an der Musik hört, ist die Geschwindigkeit auch schneller. Finde ich schön. Du bist das ja hier so blöd. Das finde ich wirklich nice. Man kann an der Musik hören, wie schnell das Spiel läuft. Nette Idee. Finde ich gut. So, gleich sind wir pleite, das ist gut. Dann können wir eventuell das Tutorial neu anfangen. Dann werden wir nochmal eben einmal durchhüpfen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich pleite bin. Mal schauen. 1200. Wie gesagt, also mir fehlt jetzt momentan die Info, wie ich an diese Lizenzpunkte drankomme. Nur durch Erweiterung, aber wenn ich jetzt nicht mehr erweitern kann, nicht verfügbar. Aber ich kann hier ein neues Stadtzentrum bauen. Ja, toll, jetzt habe ich natürlich keine Credits mehr. Ja, das ist natürlich zu dumm. Wir verlieren Geld, also reißen wir mal ein Gebäude ab. Ich nehme mal hier oben den Bauernhof. Jetzt haben wir Minus.
Kommen wir jetzt wieder ins Plus rein. Dauert noch, bis er abgerissen ist. Hätte ich natürlich cleverer machen können. Wenn ich mehr Leute habe, habe ich mehr Geld. Ob ich da noch Punkte kriege. Ich mache immer noch Minus. Minus 20. Das ist das, das ist das, das ist das. Dann reißen wir noch mal einmal den hier ab. Klack. Jetzt habe ich 2000 Minus. Sehr erfolgreich. So, jetzt habe ich noch 2 Punkte Minus. Dann reiße ich nochmal einmal Lebensmittel ab. Wir brauchen nur eine. Im Moment. So, jetzt habe ich 3000 Minus und wir sind direkt ins Plus reingesprungen. Dann werde ich jetzt einfach mal wieder Vollgas fahren. Zack. Bis wir dann die 2000 Credits zusammen haben, dann werde ich das zweite Zentrum hier bauen oder die zweite Stadterweiterung. Vielleicht hilft das ja, dass wir dann weiterkommen. Ja, Trial and Error, mein Gott. Wie gesagt, also zum Anfang fehlte mir jetzt die Info. Ich hätte es entweder überlesen oder nicht verstanden, wie man diese Lizenzpunkte bekommt. Das wurde da irgendwie nicht gesagt. Aber wir spielen ja eine frühe Alpha bzw. Early Access Version in der Alpha 14. Und ich habe es heute auf Steam gefunden, zufällig. Gibt es schon ein paar Tage länger, die Version. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Steam direkt rausgekommen ist, meine ich wohl. Sonst wäre es ja nicht auf der Startseite gezeigt worden. Deswegen, das ist alles noch in Entwicklung. Bei 7. So langsam kommen wir in den Plusbereich. Was haben wir denn sonst noch? Was können wir noch gucken? Expansion 2 Stadtteile bauen. Oh, Stadtteile anbauen. Okay. Machen wir gleich. Bau Gold im Wert von 8000 ab. Das müssen wir die SC-Karte erweitern. Entwicklungsbonus 200.000 Einwohner. Gut. Wir haben 100.000. Und das sind... Achso, dann bekommen wir wahrscheinlich die Lizenzpunkte, wenn man hier diese Ziele erreicht. Wir spielen ja keinen freien Modus. Den gibt es ja auch. Aber ich wollte mich da nicht erst überfordern, im Sinne von, du kannst alles sofort machen. 'Schwäche das Gebäude. Keine Reparatur notwendig, gut. Wie gesagt, ich hätte ja im freien Modus anfangen können, aber dann weiß man ja gar nicht, was man machen soll. Deswegen sind wir hier mit dem Tutorial angefangen. So, es wird jetzt Nacht auf dem Planeten. Man sieht das, hier ist die Tag-Nacht-Grenze. Auch schön. Wenn jetzt noch die Lichter angehen würden. Auf jeden Fall haben wir keine negative... Ja doch, was beeinflusst den denn hier? Gar nichts. Oder sind das noch Einflüsse von dem vorhergehenden gewesen? Ja, gehe ich mal von aus. Also hier ist jetzt alles grün. Wir sind mittlerweile bei 1400 Credits. Ne, ich will das nicht abbauen. Ich möchte gerne die 2000 Credits haben, um die Stadt zu erweitern. Ich denke mal nach hier hin. Stadterweiterung nicht verfügbar, ist klar, weil ich keine Credits habe. Stadtzentrum, okay, Stadtzentrum kann ich nicht mehr. Das Zentrum einer Stadt ermöglicht die Bebauung umliegender Felder, wenn genügend Energie und Nahrung und Güter vorhanden sind. Hier leben 100.000 Menschen und zahlen die Steuern. So, und das ist Stadtteil. Erweitert deine Stadt, in nur eine Stadtteil anbaust, bis zu 50.000 Einwohner werden dir zusätzlich Steuereinnahmen bescheren. Okay, da müssen wir 2 Stadtteile also bauen, damit wir auf die 200.000 kommen. Und hier steht es ja auch, 2 Stadtteile anbauen, dann kommst du logischerweise auf die. Okay. Lesen bildet. Oder wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Deswegen immer schön lesen lernen. Jo, wir warten. Sind jetzt bei 600. Was haben wir denn sonst noch hier so auf dem Planeten für schöne Sachen? Felsen. Laubwald. Schön. Ackerland. Felsen. Fischgründe. Ah, okay. Man kann also auch Fische abbauen. Angeln also. Da ist der Südpol. Ozean. Ist auch möglich, wenn man hier zu starke Umweltverschmutzung hat, habe ich mitbekommen. Dann steigen halt die Meeresspiegel, indem die Polkappen abschmelzen. Ist also in dem Sinne ein akutes, aktuelles Problem. Nur, dass die Auswirkungen nicht so krass sind eventuell, aber das werden wir dann mal sehen. Was haben wir hier? Gerodeter Wald, schade. Wieso ist denn der gerodet? Da ist doch noch gar keiner. Na, mal abwarten.
So, wir machen Plus, sind bei 300, 400 gleich. Einen kleinen Momentchen noch und dann haben wir den zweiten Stadtteil, was dann auch uns mehr einbringt. Steuern, Ausgaben, Einnahmen. Energie müsste ja ausreichen, Nahrungsmittel dürfte auch ausreichen und Güter ebenfalls. So, 700, was haben wir? 2000 brauchen wir, ne? Was haben wir hier noch für Infos? Absolute Einwohnerzahl der Kolonie. Ihr bleibt doch mal stehen. Der Balken im Hintergrund der Anzeige zeigt die Auslastung deiner Städte. Ja, komplett ausgelastet. Sieht man hier oben. Okay, Klimakollaps ist bei 0%. Das ist schon mal gut zu wissen. Tatsächliche Spielzeit. 32 Minuten spielen wir schon. Okay. Die Missionsbedingungen der Planeten. Bleibt doch mal stehen. Der Balken im Hintergrund, die Großzeit. Globale Erwärmung da. Okay, wir haben keine globale Erwärmung im Moment. Das ist schön. Das heißt, wir können nicht absaufen. Wir sind bei 1400 Credits. So, und wie gesagt, ich würde gerne dahin bauen und dann eventuell nach da bauen. Oder einfach nach hier unten. Mal schauen, wer was wann wie wo beeinflusst. So, 1600, das kriegen wir noch hin in der Folge. Wir sind nämlich bei 16 Minuten schon. Klar, 32 Minuten Spielzeit. Dann werden wir einmal die Stadterweiterung machen und die zweite auch relativ schnell hinterherziehen, damit wir dann Lizenzpunkte bekommen und dann Laubwald abholzen können. So, wir sind bei Bing, 2000 Credits. Tack. Das bauen wir jetzt dahin. Lassen das mal auch noch schnell weiterlaufen. Errichte noch ein Stadtteil. Ja, kommt doch. Ah ja. Was? Wie? Oh, Gebäude beschädigt. Doppelklick ohne. Ich gehe mal eben auf normale Spielgeschwindigkeit. Oh oh. Ja, dann repariert man. Oh, toll. Ja, ja. Warum das jetzt auf einmal so plötzlich kam, aber ich denke mal, das ist tutorialmäßig geschuldet. So, wir haben momentan wenig Energie. Das Kraftwerk wird hier repariert. Und wir haben wieder plus Energie. Das heißt, wir brauchen jetzt nur mal eben 2000 Credits. Dann können wir nämlich diese nächste haben wir. Forschungspunkte haben wir noch nicht. Nee, haben wir nicht. Gut. 1500 Credits, wir machen Plus, das ist gut. Machen wir den reichlich Plus. Ja, es geht. Achso, die Stadtteilerweiterung bringt uns plus 19 Credits. Das Zentrum 39, die kleine 19, das ist gut. Das heißt, dann können wir hier gleich noch einen Stadtdingsbums hinsetzen, wenn wir 2000 Credits haben. Nämlich jetzt. So. Haben uns zwar die Ressourcen da jetzt so ein bisschen weggenommen, aber das ist mir relativ. Wir spielen da einfach jetzt mal nur die Tutorial durch. Tada! Expansion, Stadtteile anbauen. So, damit haben wir ein Ziel erreicht. In diesem Tutorial haben aber keinen Forschungspunkt gekriegt. Das ist schade. Tja. Das heißt, wir werden einfach mal sehen. Ja, ich kann dann aber kein Gold abbauen. Ausbau. Technologie muss erforscht werden. Kann ich nicht erforschen, weil ich kann Forschung. Das ist doof. Habe ich mich da jetzt in eine unlösbare Situation gebracht oder. So, unsere Einwohner sind ja auch gleich zusammen. Mal gucken, ob wir dann irgendwie eine Belohnung kriegen. 65 noch. Ja! Nein. Doch, einen Entwicklungsbonus erhalten. Okay. Steht eine Reihe neue Gebäude zur Verfügung, überlege gut, wofür die Entwicklungsbonus einsetzt. Ich gehe mal hier drauf. Entwicklung.
So, willkommen im Entwicklungssektor. Hier werden neue Gebäude, Effizienz- und Umwelt-Upgrades entwickelt. Dieses globale Maßstab zu etablieren, kostet enorme Summen an Entwicklungsgeldern. Ja, ja. So, wir können hier drauf gehen und können die Stadtteile erweitern. Wir können hier drauf gehen und Fabriken oder Forstwirtschaft, die haben wir aber gar nicht erforscht, das ist das Problem. Oder wir können auf Biomassekraftwerk umstellen. Und wir können auf Viehzucht und das gehen. Ja, das bringt mir jetzt aber alles nichts, weil gut, damit kann ich mehr Credits kriegen, aber das bringt mir alles nichts. Ah, okay, die kann ich hier aufwerten. Klärwerke, Reinigung, Umweltschäden, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ich denke mal, wir werden mal hier ein bisschen gucken. Wirkungsgrad erhöhen, Schmutz verringern. Wir werden den Forschungspunkt erstmal ein bisschen... Ja toll, wir kriegen da auch nur Forschungspunkte, toll. Ich denke nicht, dass er das Tutorial abschließen kann, weil ich kann meine Stadt nicht erweitern. Gut. Das heißt, ich werde das Tutorial einmal neu anfangen und wenn wir dann soweit sind, springe ich in eine neue Folge rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wenn wir soweit sind, den Forschungspunkt zu vergeben. Bis dann, ciao.